Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir sind zuletzt aus dieser Übungshöhle rausgelaufen, in der Lunes reingefallen war und in die er reingefallen war. Und jetzt gehen wir mal in diese Stadt. Ich will jetzt wissen, was da ist. Uhr. Hallo Lunes, die anderen sind am Ende des Dorfes. Was wohl der ganze Lärm bedeutet? Luneth, die Ältesten warten auf dich. Okay, die warten hier irgendwie alle auf uns. König Sasunes Schloss liegt westlich von hier. Er herrscht über die von den Parmenibergen eingeschlossenen Lande und über dieses Dorf. Ah ja. Will ich jetzt alle anquatschen? Ich will jetzt in die Läden hier reingehen. Ah, und jetzt können wir hier Sachen kaufen. Wie zum Beispiel diesen Bronzearmschutz oder einen Lederhut, den wir auch noch nicht haben. Ich lasse es aber erstmal sein. Oh, ist das schön gemacht hier mit dem Rein- und Rausgehen. Und so schnuckelig hier mit dem Dorf. Hallo? Aha, und hier können wir Poisoner kaufen. Auch gut. Ach, wie cool die da drinnen ihre Läden haben. So, dann gehen wir mal hier westlich entlang. Wollen wir nochmal mit dir reden? Ich habe gehört, dass in Kasus, dem Dorf im Süden, etwas Schlimmes geschah. Die Ältesten beraten, was nun zu tun ist. Doch den Kindern scheint das egal zu sein. Diese Schlingel machen am anderen Ende des Dorfes einen Höllenlärm. So, so. Ach so, nee, ich wollte jetzt nicht rausgehen. Und man kann nicht laufen? Muss man ein bisschen hier rumprobieren, ob man nicht doch vielleicht laufen kann. Ach, so kann ich laufen. Ah, ich habe endlich die Lauffunktion entdeckt. Super. Ach, wie schön. Die Blumen. Ach ja, es gibt keine Geister? Dann geh doch hin und beweise es uns. Ha, das traust du dich wohl nicht, du Angsthase. Dieser Waisenjunge wuchs ebenfalls bei Topapa auf und ist der beste Freund von Luneth. Doch statt durch die Wildnis zu streifen, liest er lieber ein Buch. Und sein großes Wissen macht seine Schüchternheit allemal wieder nett. Sein Name ist Ark. Ark, was ist hier los? Das ist Luneth. Lasst uns schnell verschwinden. Die haben aber Angst vor dem. Ark. Ach so, er macht sagt nix und läuft weg. Hey, warte mal, Ark. Renn doch nicht weg. Ich bin kein Angsthase, aber ich muss stärker werden. Ich kann Luneth nicht immer um Hilfe bitten. Nein, ich muss es ihnen allein heimzahlen. Okay. Voll schön hier mit den Blumen. Ah, wie putzig das ist, wenn die laufen. Das finde ich total süß gerade. Durch das Trinken von Quellwasser sollen die vom Licht des Kristalls Gesegneten sich erfrischen und sogar wiederbeleben können. Jawohl, habe ich mitbekommen. Ich hörte, dass du auf Reisen gehst, doch zuerst solltest du dich ausruhen. Du darfst hier jederzeit übernachten. Aha. Okay, und Antidot gibt's hier auch, also Gegengift. Was ist hier unten? Hey, würdest du mir ein Lied auf dem Klavier spielen? Oh, hallo Luneth, lass mich für dich tanzen. Wer ist das denn? Ja, dann tanz mal. Wie cool. Aus Schwanensee. Dankeschön. Hey. Klasse. So, können wir denn auch Klavier spielen? Ach, wir können auch Klavier spielen. Für Elise. Da muss Luneth wohl noch ein bisschen üben. Wie war ich? Ja, naja. Vielleicht, wenn man das öfters macht, wird er besser. Wenn du auf eine gefährliche Reise gehst, musst du daran denken, Antidot und Augentropfen mitzunehmen. Jo, mach ich. Hol ich mir noch. Blödes Erdbeben, ich kann nicht zurück nach Kanan, weil ein riesiger Felsen den Eingang in das Nelftal versperrt. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Das ist total schön hier gemacht, animiert. Ich wünsche mir das eigentlich so auch in den anderen Spielen. So schön in HD und übersichtlich, als wäre man mittendrin.
Lasst mich euch etwas über euren derzeitigen Beruf erzählen. Freiberufler können zwar schwache Zaubersprüche anwenden, doch sind ihre Basisattribute ziemlich niedrig. Da schläft jemand. Mit einem schönen Mondbild darüber. Gut, ich gehe raus. Guck mich hier weiter um. Gehe ich mal hier rein. Ich gehe einfach überall in die Häuser rein. Wie man das eben so macht. Ältester Dan. Ich spüre, was dir widerfahren ist. Nun musst du den Rat des ältesten Topapa befolgen. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Du bist gekommen, Luneth. So bist du also der Auserwählte. Du musst verstehen, dass deine Begegnung mit dem Kristall kein schierer Zufall war. Es war vielmehr der Wille des Kristalls, du wurdest auserwählt. Auserwählt? Wofür? Ich verstehe nicht. Vor langer, langer Zeit überreichte mir ein Reisender ein neugeborenes Kind. Sein Gesicht war schwarz von Ruß und seine Kleidung nur verbrannte Fetzen. Und das Kind in seinen Armen, das warst du. Schon als Neugeborenes warst du vom Kristall auserwählt. Nun musst du dich auf deine Reise begeben. Nimm deine Kraft, das Licht, das du in deinem Herzen trägst, und benutze sie weise. Das ist schön. Der Tag ist gekommen. Ich werde mich sehr um dich sorgen, mein Kind. Sei bitte vorsichtig. Wenn du Probleme mit der Steuerung hast, sieh dir die Steuerungstipps an. Du öffnest sie, indem du Config 2 unter Config wählst. Die Tipps werden dich auf deine Reise sicher helfen. Und vergiss nicht, deinen Fortschritt regelmäßig zu speichern. Ja, Mama, mach ich. Ich werde auch den Controller richtig benutzen und die Konfiguration natürlich und ja. Luneth, du musst deiner Mutter Nina stets mit Güte und Respekt begegnen. Du wirst bereits wissen, dass sie nicht deine leibliche Mutter ist, doch hat sie dich immer behandelt wie einen eigenen Sohn. Ja, okay. Gut. Weißt du Bescheid? Ich habe gehört, dass das Dorf Kasus mit einem Flug belegt wurde. Dorthin werde ich ganz bestimmt nicht gehen. So, dann weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt der andere eigentlich hin? Kann man hier auch durchlaufen? Nee, leider nicht. Da ist dieser Magierkram. Naja, so Antidot und so sollten wir uns ja ne? Also dann machen wir das mal. Ach, das ist Poisoner. Nee, warte, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Dann holen wir uns lieber mal das andere Zeug hier. Mal ein bisschen shoppen. Ein Lederhut oder Bronzearmschutz, das wäre auch gut. Und wir haben ja ein bisschen Geld, dann holen wir uns das mal, würde ich sagen, oder? Das haben wir ja. Lederschild. Achso, wir können auch verkaufen. Wollen wir unser Messer verkaufen oder wollen wir das noch erstmal behalten? Ich gehe mal nochmal in den anderen Laden hier nebenan, weil da ist ja eigentlich der Waffenladen. Will mal wissen, wo der Unterschied ist. Ah, oh, ich will einen Bogen. Ich will einen Bogen und einen Holzpfeil, aber wie gut ist der Bogen? Ich weiß nicht, wie gut der ist. Scheiß drauf. Gleich zwei Stück kaufen. So. Dann brauche ich ja jetzt auch einen Holzpfeil, oder? So. Ich habe keine Ahnung. Verkauf. Ja, das Messer brauchen wir dann eigentlich nicht mehr, aber ich bin hier so neu in dem Spiel, dass ich das noch nicht machen will. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Bogen. Und den kann ich jetzt, glaube ich, auch ausrüsten. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann ich auch untereinander hoffentlich später die Sachen ausrüsten, so dass jeder halt so sein Ding ist. Obwohl, finde ich, als Hauptperson passt zu ihm vielleicht sogar besser ein Schwert, aber naja. Langschwert. Ich will es nur mal ausprobiert haben. Muss ich jetzt hier ihm da den Holzpfeil geben? Wahrscheinlich. Kopf. Haben wir nix. Und dann haben wir die Weste und ja. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt gerüstet ist von den Punkten her. Damit habe ich mich ja, wie gesagt, noch nicht auseinandergesetzt. Wir haben aber noch ein bisschen Kohle, sodass wir uns auf jeden Fall auch noch das andere Zeug hier holen könnten, denke ich mir. Zum Beispiel diesen Bronzearmschutz, den ich mir jetzt einfach mal hole. Und einen Lederhut. Oder holen wir uns einen Lederhut? Nö. Das soll wahrscheinlich schützen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir es eh durch die Kämpfe draußen noch kriegen. Da ist jetzt dieses Poisoner.
Da war doch aber... Hier haben wir noch ein Inn. Hier, was kriege ich hier? Das wollte ich nämlich noch holen. So, dann holen wir uns nochmal zwei davon. So. Sind wir ein bisschen gerüsteter. So. So ein bisschen was gut. Aber mich, ja, ich weiß nicht, wo jetzt dieser Freund ist. Ist der jetzt draußen und wartet auf uns? Oder wo ist der hingelaufen? Was mit ihm? Nimm die Items in dem Lagerhaus dort vorne mit dir. Sie werden dir auf deiner Reise helfen. Aber nimm dich vor Monstern in Acht. Ja, okay. Hier geht's bestimmt wieder raus, aber... Hier sind wir auch noch nicht lang gelaufen. Ach, guck mal, hier, da. Wohnen wir hier? Ich frag mich halt die ganze Zeit, wo wir wohnen. In Dörfern und Verließen gibt es Schalter, die verborgene Gänge freilegen. Du musst genau hinschauen, um sie zu entdecken. Sieh dir die Kerze dort an. Wenn du nah genug heranzoomst, dann siehst du es funkeln. Toll. Das zeigt dir, dass es dort mehr gibt, als man vermuten mag. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Tschüss. Gut, dann weiß ich auch nicht. Der hat uns jetzt noch mehr beigebracht. Oh, hier werde ich sogar angegriffen. Ich bin doch sogar noch im Dorf. Das ist ja komisch. Oh, jetzt hier unser Fall im Bogeneinsatz. Yeah. Ist das nicht toll? Man kann sich sogar Waffen geben. So. Wir haben Fallenbogen. Ich weiß nicht, was besser für Noneth ist. Schwert oder... Ich meine, ich persönlich ist halt meine bevorzugte Waffe. Fallenbogen und für Nahkampf dann halt Schwert. Aber jedes Mädchen hier, hallo. Oh, hallo, Noneth. Ich pflücke Blumen. Ich pflücke immer noch Blumen. Okay. Mach das. Wo ist denn jetzt der andere hin? Hier waren wir auch noch nicht. Du verlässt unser schönes Ur, nicht wahr? Die Dorfbewohner reden von nichts anderem. Nimm die Potions in den Brunnen dort mit. Okay. Ah, jetzt sind wir hier in dem Brunnen. Ach, cool. Das gehört alles uns? Die Truhe enthielt Potionen. Das ist ja nett. Hätte ich mir ja gar keine kaufen müssen. Ja, ist auch das Wichtigste eigentlich, Heilung. Wobei ich sagen muss, es schon nervig ist, wenn man in dem Kampf ist und dann blind ist und man trifft nie. Das ist auch doof. Nee, du sollst da jetzt gar nicht runter. Aber es ist so schön gemacht hier. Ich hätte damit echt jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Ja. Ja, da ist unser Inn. Wo ist denn jetzt unser Freund? Der ist auch ganz losgelaufen, ne? Ich glaube, der ist hier gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich werde jetzt mal auf jeden Fall hier speichern. Genau. Super. Mega. Und jetzt sind wir da im Wald. Oh ja, einmal im Wald kämpfen. Sind wir jetzt im Wald oder sind wir draußen? Ja, wir sind im Wald. Na, das war ja nicht so Bombe. Greif mir mal richtig an mit deinem Fallenbogen. Warum machst du das nicht? Hm. Juhu. Und wieder sind wir besser geworden. Ach, hier sind wir wieder in einem anderen Dorf. Kasus. Wir sind jetzt in Kasus. Hier, da ist er doch. Arg, ich bin's, Noneth. Hab keine Angst. Wieso bist du weggelaufen und was wolltest du denen beweisen? Lass mich mitkommen, Noneth. Ich möchte allen zeigen, dass ich kein Feigling bin. Hierher habe ich es auch alleine geschafft. Nimm mich doch mit, Noneth. Also gut, wenn es das ist, was du willst... Arg hat sich der Gruppe angeschlossen. Yeah. Was hat denn der für eine Waffe? Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal zu zweit. Ich würde jetzt gerne mal... Nee, ich will mal wissen, wie das jetzt hier aussieht mit... Ah, Rüsten. Messer hat der. Lederhut, Lederrüstung, immerhin.
Also eigentlich finde ich fast, weil er so ein bisschen schüchterner ist, dass für ihn der Bogen dann ja besser passt. Aber kann ich das auch untereinander jetzt ändern? Wenn ich das ihm wegnehme, habe ich das dann frei zur Hand? Hier, nimm du mal dein Langschwert. Und dann nimmst du das Schild in die Hand. Für die Arme nimmst du noch den Bronzearmschutz, den ich gekauft hatte. Du hast jetzt den Bogen. Ja, super, das geht ja sogar. Ach, der hat vorhin nicht mehr damit gekämpft, weil wir keine Pfeile mehr haben. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich richtig blöd. Wir brauchen neue Pfeile. Scheiße. Und wo findet man die? Komm, wir gehen hier schnell weg und kaufen uns neue Pfeile. Das ist ja doof. Ja, super. Und jetzt werde ich schon angegriffen und... Naja, das kriegen wir schon hin. Ich finde das aber cool, dass die jetzt zusammenkämpfen. Ich glaube, so passt es wahrscheinlich besser, weil Lunes ist ja anscheinend mutiger. Und dann kann sich der Ark eher so ein bisschen mal einkämpfen mit Pfeil und Bogen, weil das halt eine Distanzwaffe ist. Vielleicht passt das ja besser. Finden wir denn... Nee, ich glaube, im Innen haben wir da nichts. Ich nehme nochmal ein Gegengift mit. Wir sind ja jetzt auch mehr Leute. So. Man wird ja hier nicht angegriffen. Ich glaube, je öfter wir hier drin rumlaufen, umso einfacher wird es, die Sachen zu finden hier. So, Holzpfeil. Da müssen wir ja schon ein bisschen mehr hier kaufen. Nehmen wir mal 10 Stück erstmal mit und ich hoffe, dass ich irgendwo anders dann nochmal wieder welche finde. Es gibt natürlich auch einen Stab. Das wäre natürlich auch was. Dolch, aber den kann man ja leider immer nur in die eine Hand geben. Ja, nehmen wir mal noch mehr. So. Wir sammeln ja genug Kohle. So. Das macht voll Spaß, bin ich ganz ehrlich. Das ist voll cool hier. Rüsten. So. Hier hast du Pfeile. 13 Stück gleich für den Anfang. Viel Spaß damit. Und dann laufen wir mal. Ich will nämlich nochmal das Dorf hier erkunden. Hier waren wir ja noch gar nicht überall. In Kasus. Gehen, laufen wir mal weiter hier. Ach, hier ist noch ein Laden, ne? Dann hätte ich ja gar nicht so weit laufen müssen. Das andere Dorf, witzig. Der Fluch des Djinns hat mich in einen Geist verwandelt. Muss ich so sterben? Oder bin ich etwa schon tot? Oh, Schreck. Oh, Kraus. Also müssen wir die irgendwie befreien, nehme ich mal an, ne? Weh, ich krieg dafür keine Belohnung am Ende. Und die sind jetzt alle verwandelt? Ich kann doch als Geist keine Geschäfte machen. Ja, wir müssen die bestimmt alle erlösen. Also hätte ich eh zurücklaufen müssen. Ich fühle mich so leer. Verflucht sei dieser Djinn. Och, die armen Bewohner. Was ist hier? Ach, hier können wir uns heilen. LP und MP wiederhergestellt. Wahrscheinlich von allen nehme ich mal an, nicht nur von ihm jetzt, weil wir reisen ja jetzt als Gruppe. In alle verwandelt. Nur die Kraft von Mithril kann den Djinn bannen. Mithril? Deswegen hat der Djinn auch dieses Dorf verflucht, nachdem er herausfand, dass die nahegelegenen Minen voll davon sind. Servus, ich bin Sid aus Kanaan, aber ich sitze hier fest, weil das Nelftal mit einem riesigen Felsen verrammelt ist. Und als wäre das nicht genug, bin ich mit den anderen zusammen verflucht worden. Was ein Schlamassel. Lunes, wir müssen diesen Leuten helfen. Wenn ich euch mein Luftschiff leihe, könntet ihr mir und diesen Dösebacken hier helfen? Soweit ich weiß, kann der Fluch mit einem Mithril-Ring aufgehoben werden. Tja, aber leider haben sie hier keine mehr auf Lager. Selbst wenn wir Mithril finden, dann ist Taka, der Schmied, immer noch ein Geist und seine Tochter, sein Lehrling, verschwunden. Mein Luftschiff habe ich in der Wüste westlich von hier versteckt. Mit ihm könnt ihr einen Weg finden, diesen Fluch zu entsorgen. Mit Return kannst du in das Luftschiff einsteigen und oder es verlassen. Dasselbe gilt auch für alle anderen Fahrzeuge. Kapiert? Den Sid, den kennt man ja. Sid kommt eigentlich immer als Figur in jedem Final Fantasy-Teil vor. Wenn wir doch nur den Mithril-Ring des Schmieds hätten. Nur mit ihm können wir den Djinn bannen. Der Djinn, den wir in die versiegelte Höhle verbannten, wurde durch das Erdbeben befreit und verflucht uns alle. Aha. Wo wohl die Tochter des Schmieds ist, sie beschwerte sich oft über die Ausbildung und wollte eigentlich nicht das Schmieden lernen. Ich frage mich, ob sie den Mithril-Ring bei sich hat. Hier kann man übernachten, das wollen wir aber gerade nicht. So viel Zeit haben wir nicht, dass wir jetzt hier immer
rumschlafen wollen? Okay, wir sollen also dieses Luftschiff von Sid suchen. War ich da jetzt schon drinne? Ja, ne? Ja. Was? Wie oft muss ich es noch sagen? Ich habe keine Mithril-Ringe. Ich will diesen Fluch genauso loswerden wie Epa. Wie soll ich als Geist Mithril schmieden? Selbst ohne Fluch könnte ich nur arbeiten, wenn meine Tochter in Sicherheit ist. Alles ist meine Schuld. Wäre ich doch nicht so streng gewesen. Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Du findest Potionen. Oh, cool. Ich habe sogar mal was gefunden. Aber ich gebe zu, dass ich jetzt hier kaum immer rumgeguckt habe, ob ich überhaupt was finden kann. Hm. Da ist eine Höhle. Mithrilminen. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Bam! Werden wir auch direkt angegriffen. Oh, Skelette. Böse, böse. Oh, die hauen aber rein. Oha. Scheiße. Oh, oh. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Der ist tot. Scheiße. Kannst du dich verpieseln? Kann ich mich irgendwie... Ich kann doch niemanden angreifen. Wiederbeleben. Scheiße. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nichts machen. Ich kann ihn nicht wiederbeleben und ich will weg hier aus dem Kampf. Oh nein, und ich habe zuletzt da hinten gespeichert. Oh, ist das blöd jetzt. Ja, das wird nichts. Tot. Oh, scheiße. Die Gruppe wurde besiegt. Naja, wissen wir mal, wie es ist, wenn Bud stirbt. Wieso sind die denn so stark? Wie soll man denn gegen die das schaffen? Kacki! Okay, Leute, der Part ist sowieso um. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part oder dann überlege ich es mir, ob ich überhaupt in diese Höhle gehe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!